Hallo ihr Lieben und wieder einmal herzlich willkommen. Heute zur 28. Ausgabe Eure Fragen, meine Antworten. Zuerst möchte ich etwas zu Facebook sagen. Das hatte ich ja in einem meiner letzten Videos erwähnt. Das solltet ihr eventuell Hilfe zu gewissen Dingen brauchen, sodass wir Bilder austauschen könnten, dass wir das eventuell auf Facebook machen können. Und da hat Kerstin geschrieben, sie findet mich nicht. Also eigentlich müsstet ihr mich unter Lilo Siegel in einem, als einen Namen geschrieben, finden. Und dann habe ich natürlich die Bitte an euch, wenn ihr den Freundschaftsantrag oder was auch immer, wie ihr das dann macht, an mich stellt, dass ihr in dem Antrag oder in euren Worten mitschreibt, mit irgendeinem Wort nur Bezug auf YouTube oder sowas. Denn erstens, das habe ich ja schon mal erwähnt, schaue ich nicht täglich in Facebook rein, dafür habe ich nicht die Zeit, aber so ein-, zweimal die Woche schaue ich rein und dann kann ich euch antworten, wenn ich sehe, es hat etwas mit YouTube, also mit den Fragen zur Näherei zum Beispiel zu tun. Denn sonst kann ich einfach nicht jedem antworten im Moment. Also das bitte, wenn ihr mich über Facebook kontaktieren möchtet. Und nun zu euren Fragen. Und da ist es so, dass ich auch hier erstmal global einen Satz dazu sagen möchte. Es sind nämlich jetzt bei diesen Fragen so viele Dinge dabei, wo ich eigentlich nur antworten könnte, wenn ich das Modell oder das, was ihr gemacht habt, wirklich direkt sehe oder sogar bei euch am Körper sehe, um zu sagen, das ist eventuell der Fehler oder das, was euch nicht gefällt, kommt aus dem und dem Grunde so heraus bei der Fertigstellung des Kleides oder was ihr gerade näht. Also das vorab. Und damit kommen wir zur ersten Frage und da ist das nämlich auch schon so. Und deshalb lese ich das auch ruhig hier vor. Es ist die Bettina, die sagt, kann man eine Wiener Naht, die aus dem Armloch kommt, mit einem Wasserfallausschnitt kombinieren? Natürlich, der Abnäher, die Wiener Naht, hat absolut nichts mit dem Wasserfallausschnitt zu tun. Den kann man eigentlich überall draufsetzen, wo man das gerne möchte. Im Rücken, im Vorderteil, wo es sein soll. Und was schreibt sie weiter? Und wenn ja, reicht die Teilungsnaht von der Höhe her aus, um den Ausschnitt aufzudrehen? Ja, das kommt natürlich drauf an. Und genau das habe ich mit diesem ersten Satz vorhin gesagt. Das kann ich so nicht sagen. Das kannst du ja sehen. Wie weit will ich den Wasserfallausschnitt denn haben? Soll der nur ganz, ganz leicht hier herunterfallen? Dann reicht mir ein kleiner Abnäher, den ich da reindrehe. Und wenn du mehr haben willst, dann musst du das anderweitig aufdrehen. Aber das ist ja wiederum dein Design und deine Entscheidung. Also das musst du selbst sehen, wie viel du den Ausschnitt runterfallend haben möchtest. Ob der relativ flach ist, bei einem normalen Abnäher von der Größe 40-42, dann wird das nur ein kleiner Wasserfallausschnitt. Also schau, wie du das draus machst, musst du ausprobieren. Petra, du möchtest wissen, wie du bei einem Schnitt, zum Beispiel wie ich das beim Sakko gezeigt habe, wo die Pattentasche in die Naht bzw. in den Abnäher reingearbeitet wurde, aber du möchtest nun eine aufgesetzte Tasche machen. Ja, da hast du zwei Möglichkeiten. Du musst entweder diesen Abnäher komplett rausdrehen oder, wie es wirklich auch in der Industrie gemacht wird, ist, dass du diesen Abnäher, der da ist, der dich jetzt stört, oder diesen Aufschnitt, das ist ja aufgeschnitten da, dass du den erst mit einem Stoffteil abdeckst. Du setzt also quasi, ich sage jetzt mal, wie einen Flicken da drauf und über diesen Flicken kannst du dann deine aufgesetzte Tasche setzen. Wenn du bei teuren Anzügen mal irgendwo in einem Laden bist und du siehst, das sind wirklich gut gearbeitete Sakkos, zum Beispiel bei einem Herrenbläser wirst du das finden, dann schau mal in diese draufgesetzten Taschen, schau mal da rein und da wirst du sehen, da befindet sich genau dieser Stoffstreifen, der da drauf sitzt. Also diese zwei Möglichkeiten hast du, entweder den Abnäher komplett wegdrehen oder ihn, wie gesagt, mit dem gleichen Stoff natürlich, damit das kaum sichtbar ist, ganz fein diese Öffnung abgedeckt, rundherum Millimeter aufgesteppt und dann steppst du erst deine aufgesetzte Tasche drauf. Wolfpelz arbeitet wohl gerne mit T-Shirts.
und hat gesehen, dass manchmal bei gekauften T-Shirts im Rückenbereich, sprich von Schulter zu Schulter, wie ein Band im inneren Bereich dagegen gesetzt ist. Und sie möchte wissen, wie man das machen kann und mit welchen Stoffen. Ja, den Stoffen in deinem Fall sage ich auf alle Fälle, dann nimm ganz einfach den gleichen Stoff, von dem du das T-Shirt machst und arbeite wie einen Beleg und setze den wie einen Beleg ein. Denn in der Industrie sind das auch wieder Spezialmaschinen, die das in einem Rutsch mit einem festen Band so annähen, dass es trotzdem eine minimale Rundung hat. Das ist nicht viel bei einem T-Shirt, das sieht man ja, wenn du ein T-Shirt bügelst, das ist ja hinten fast gerade. Aber das ist meistens ein ganz feines Baumwollband, das da eingearbeitet wird. Denn warum dir das so gefällt, habe ich so verstanden, weil dich das oft so kratzt, wenn da eine Naht drin ist. Ja, meistens ist das ja nicht die Naht, sondern die Etiketten, die da drin sind. Und die Etiketten haben sehr oft, wenn da zum Beispiel Goldfäden mit reingewebt wurden, sehr scharfe Kanten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir was gekauft habe, das ist das allererste, was ich raustrenne, weil ich das auch nicht mag. Oder manchmal sieht man ja auch, wenn große Etiketten drin sind und dann läuft jemand rum und dem guckt hinten das Etikett raus. Also das ist das Erste, was bei mir rauskommt, wenn ich was neu gekauft habe. Das muss weg. Aber wie gesagt, dir empfehle ich das mit dem gleichen Material zu machen. Es sei denn, du siehst, dass dein Rücken auch ganz gerade hinten ist, dann kannst du auch ein Baumwollband nehmen, denn eigentlich geht es da hauptsächlich darum, warum das so gemacht wird. Nicht, weil es dich eventuell kratzt, sondern es geht darum, diesen Teil zu fixieren mit diesem Band, denn bei einem T-Shirt arbeitet man ja nicht mit Einlagen als solches, um etwas zu fixieren, damit das eben nicht ausdehnt. Meistens sind das nämlich dann auch T-Shirts, die einen Rundhalsausschnitt haben. Das heißt, alleine beim über den Kopf drüber ziehen, dehne ich ja jedes Mal diesen gesamten Ausschnitt aus und deshalb wird das halt gerne gemacht. Dann kann sich nur vorne minimal was ausdehnen, aber hinten, das bleibt immer schön konstant in der Position und das T-Shirt hat wesentlich länger einen guten Sitz. Okay, das war's zu deinem T-Shirt. Jetzt habe ich zweimal Claudia, aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Claudias. Die erste Claudia schreibt, ich habe aus einem Rundhalsschnitt eines mit V-Ausschnitt genäht, aber die Passform stimmt nicht mehr. Das Shirt zieht am Hals nach oben. Was habe ich falsch gemacht? Ja, auch wieder das müsste ich sehen, aber so ganz spontan würde ich sagen, da hast du dann irgendwas an der Naht verändert wahrscheinlich. Denn wenn ich einen Halsausschnitt hatte, der rund war und zeichne den jetzt nur als V aus und ändere nichts an den Schulternähten, belasse die ganz genau, wie ich es vorher auch hatte und da hat es gepasst, dann hast du da was vergessen. Das ist die einzige Möglichkeit, das von hier aus jetzt so zu sagen. Denn ich verändere ja nichts, wenn ich hier anstatt eine Rundzeichnung eine V-Auszeichnung mache. Da verändert sich ja nichts. Aber was hast du hier gemacht? Guck mal nach. Dadurch, dass es nach oben zieht, vermute ich vielleicht eher, dass du da eventuell die eine Nahtzugabe vergessen hast und dass es deshalb höher gekommen ist. Schau mal nach, überprüf das Ganze nochmal. Und das ist ja auch immer mein Spruch, überprüf die Arbeiten, die ihr gemacht habt. Bevor ich etwas zuschneide, überprüfe ich erst meinen Schnitt. Vergleich den mit dem Originalschnitt und schau dir das Ganze nochmal an. Und die nächste, Claudia? Da geht es um den Ausschnitt von der Tunika, also ganz verstehen tue ich die Frage nicht, ich lese deshalb ruhig mal vor. Eigentlich muss man doch erst den Beleg des Vorder- und Rückteils zusammennähen. Wie wird die Tunika dann hier weiterverarbeitet? Ja, also grundsätzlich ist es nun so, das ist ja ähnlich wie bei einem T-Shirt, ein Tunika ist ja eigentlich von der Form her nicht viel anders. Um den Halsausschnitt schön hinzukriegen, egal welche Form der nun hat, ob das V ist, rund, eine spezielle Design, wie ich das bei einigen Ausschnittmöglichkeiten gezeigt habe, dann nähe ich zuerst die Schulternähte zusammen von dem Teil. Dann nähe ich die kleinen Schulterteilchen von meinem Beleg dieses Tunikas zusammen, so wie du dir das angeschaut hast. Dann nähe ich diesen Beleg von links her an.
wenn er auf rechts drauf kommen soll, weil das T-Shirt oder das, den Tunika-Ausschnitt, den du angesprochen hast, liegt ja der Beleg oben drauf. Also nähe ich ihn von links an, schlage ihn dann auf rechts um und steppe ihn auf. So, wie mache ich die Tunika weiter? Wenn ich jetzt einen Arm reinmache, der mir in der Seitennaht in einem Verlauf ist, dann nähe ich nun erst den Ärmel ein und schließe dann die komplette Seitennaht. Dann mache ich meine Säume an den Ärmeln und unten und da ist die Tunika fertig. Aber zuerst arbeite ich komplett den Halsausschnitt, das heißt den Beleg, so die Form und das Muster, das Design, wie du das haben möchtest. Nach innen oder nach außen, aber ich kann mich erinnern, deine Frage bezog sich auf dieses etwas abgerundete mit dem Beleg, der dann nach außen gekommen war, quasi als Zierde. Aber ganz genau so ist die Reihenfolge auch bei einem T-Shirt oder bei einem Kleid sogar, wenn jetzt keine Leiste vorne drin ist oder sowas. Ich spreche also davon, wenn es ein normaler Ausschnitt ist, ohne Knöpfe, ohne Reißverschluss, ohne alles. Dann wäre die Verarbeitung nochmal minimal anders. Und damit, meine Lieben, kommen wir schon zur letzten Frage des heutigen Tages, die ich nicht ganz verstehe und deshalb lese ich sie auch vor, damit ihr das eventuell nachvollziehen könnt, warum ich das auch nicht ganz verstehe. Es kommt von Bruni die Frage. Und zwar geht es da um die abfallende Schulter, die ich ja gerade in einem der letzten Videos gezeigt habe, wie ihr das anzeichnen könnt. Und sie schreibt, wenn ich eine Verlängerung nach meinem Design gezeichnet habe für Vorder- und Rückteil, habe es jetzt noch nicht zugeschnitten, kann ich es dann nebeneinander legen? Kann ich dann den Ärmel auch gleich mit anschneiden oder wirkt sich das negativ auf den Fall des Stoffes aus? Also ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit direkt nebeneinander legen. Denn es ist ja so, wir zeichnen ja dieses kleine Ärmelchen mit dem Schnitt so an in der Länge, wie wir das haben wollen. Wir sprechen nicht von einem langen Arm. Wir sprechen nur von einem abfallenden Schulterärmel, der so ganz leicht drüber geht. Ich habe jetzt hier was an, das sieht so aus, als wäre ein leicht abfallender, aber der ist eigentlich eingenäht, das ist kein abfallender. Also richtet euch jetzt bitte nicht danach. Zeige ich es vielleicht mal hier. Also, es geht darum, dass wir normal bei einem Shirt den Ärmel oder bei einer Bluse bis hierhin haben. Nun möchte ich aber, dass der Ärmel so 8 oder 10 oder 12 oder 14 cm einfach hier drüber fällt. Also zeichne ich mir das so an, wie ich euch das in dem letzten Video gezeichnet habe. Und dann, Bruni, dadurch, dass das ja keine Gerade ist, das ist ja eine leichte Rundung. Es könnte jetzt sein, dass du das so gemeint hast, dass du das Vorderteil und das Rückteil zusammenlegen willst, also schultermäßig zusammenlegen willst und es dann in einem schneiden willst. Das kannst du machen, aber du wirst sehen, dass die Schulternaht nur gerade im oberen Bereich zusammenlegbar ist. Und dann wird das hier aufspringen wie ein Abnäher. Und dann müsstest du ja das so hinlegen, ja, es geht natürlich, dass du, wenn du jetzt den Bruch hier hast von deinem Stoff, dass du dann komplett Rücken und Vorderteil in einem am Bruch anliegen hast und hast dann oben diesen kleinen Schulterbereich, der dann wie gesagt wie ein Abnäher aufspringt. Aber warum willst du das machen? Warum willst du das in einem schneiden? Das bisschen Ärmelchen ist angeschnitten, das ist klar. Aber wie gesagt, du kannst da keinen langen Ärmel draus machen, weil ich, wie gesagt, mit dieser Frage, ich blick da nicht ganz durch, wie du das meinst, aber ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig verstanden. Also ich empfehle dir, schneide das Vorderteil und das Rückteil getrennt zu und mach eine Naht, denn wenn du hier einen Abnäher hinmachst, es wird nicht so schön aussehen, als wenn du wirklich die Naht komplett als Schulternaht inklusive des Ärmels so zusammennähst. Das hat auf alle Fälle eine schönere, bessere Wirkung und wahrscheinlich auch einen besseren Fall. Denn wenn du einen Abnäher hier über die Schulter, was man zum Beispiel bei einem Raglanärmel manchmal da hat, wenn du den nicht schön machst, dann hast du da vielleicht eine kleine Spitze rausgucken oder sowas. Also empfehle ich nicht. Schneid es lieber mit einer kompletten, schönen Schulter richtig zu. Ja, meine Lieben, das wäre es schon für heute. Relativ wenig Fragen waren es, aber das ist ja auch gut, dann müsst ihr nicht so lange meinem Geschwätz zuhören.
Damit sage ich wieder einmal Tschüss für heute, meine Lieben. Das war für euch die 28. Ausgabe. Eure Fragen, meine Antworten. Ich sage wie immer Dankeschön und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis bald, eure Lilo. Tschüss.